Hallo und grüß Gott. Ich darf Sie alle recht herzlich zu unserem Lumara Backhaus begrüßen. Ich möchte Ihnen heute gern unser Schnittchen zeigen, unser fruchtiges Schnittchen mit Modul. Wir haben hier einen Tortenjelly gekocht. Tortenjelly ist aus Johannesbrotkernmehl und da können Sie wunderbare Gusse in allen Variationen machen. Lassen Sie sich dazu von Ihrer Lumara Fachberaterin beraten. Was jetzt sehr, sehr wichtig ist, ich habe hier in unser Tränkliesel diesen Tortenguss eingefüllt und werde jetzt zuerst einfach diese Rillen von unserem Modul ganz fest ausgießen. Ja? Das müssen Sie jetzt machen, sonst wenn Sie Früchte haben, wo Sie einfach kochen, brauchen Sie das nicht, können Sie ja alles miteinander eingießen, aber hier dürfen Sie das nicht tun, weil sonst der Guss die Früchte nicht ganz bedeckt. Wir gießen das Ganze jetzt ganz genau ein und legen dann unsere Früchte ein. Wir legen jetzt unsere Früchte ein, Himbeeren mit Blaubeeren. Wir haben das Ganze jetzt mit unseren Früchten belegt und gehen nochmal mit Tortenjelly drüber, sodass das Ganze bedeckt ist. Sie sollen immer am Anfang, ganz, ganz wichtig, zweimal den Tortenjelly kochen mit jeweils 200 Milliliter Flüssigkeit und dann einfach die erste Etage drüber und dann die zweite auch. Ja. Und es ist sehr, sehr heiß. Bitte immer ein Tuch rumgeben. So, wir bespritzen das Ganze jetzt, bis es ganz bedeckt ist. Wir haben jetzt 400 Milliliter Fruchtsaft. Sie können Fruchtsaft hernehmen, Sie können Wein hernehmen, Sie können Holunderblütensaft hernehmen, was Sie einfach haben, dass es klar ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wir haben 400 Milliliter Flüssigkeit und 4 Teelöffel Tortenjelly. Wichtig ist es, dass wir am Anfang diesen Tortenjelly drüber gehen, dass nachher unsere Früchte nicht durchschauen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass das Modul wunderschön rauskommt. Und darum geben wir das auf zweimal drüber. Die Tränkliesel ist ein super Produkt, mit dem Sie alles tränken können. Ja? Ihre Böden können Sie wunderbar tränken, Sie können wunderbar hergehen, mit Guss abglänzen und Sie können auch Schokolade über Plätzchen oder über Kuchen drüber gehen. Also wunderbar, das ist einfach eine super tolle Sache. Unsere Formen sind aus Federbeeren Edelstahl. Sie können hier backen und natürlich auch garnieren und verzieren. Und das möchte ich jetzt Ihnen zeigen, wie das Ganze funktioniert und geht. Wir gehen her, nehmen unseren Spritzbeutel, ein gemähtes Baumwollgewebe. Und was für Sie sehr, sehr wichtig ist, wenn Sie den Spritzbeutel einfach hernehmen, man sollte ihn abschneiden, sodass von der größten Tülle der Spritzkopf frei ist. Ich mache jetzt unten einfach zu, dass mir nichts ausläuft und mit Hilfe meines Spritzbeutelständers kann ich das nämlich wunderbar jetzt einfüllen. Ja? Sie haben immer beide Hände frei und das ist sehr, sehr geschickt. Mit unserem Allzweckschaber nehmen wir jetzt das Ganze einfach heraus und füllen unseren Spritzbeutel ein. Dann gehen wir her und spritzen jetzt unseren Rand einfach ein auf diesen Guss drauf. Der ist jetzt erkaltet und jetzt lässt sich das nämlich wunderbar dann spritzen. Und mit Hilfe unserer Drehplatte können wir das Ganze immer wieder hergehen und das Ganze einfach drehen. Wir spritzen bis nach oben. Die Sahne sollte nicht ganz steif sein und wir verwenden hier unsere Lochtülle. So. Bis wir ganz oben sind. Noch einmal und dann sind wir soweit fertig. Jetzt mit unserem Kuchenzauber Zitrone und Hugo. Einfach eine Tortenfüllung hergestellt und das geben wir jetzt hier drauf. Nehmen dazu unsere Profi-Werkzeuge. Das ist die kleine Winkelpalette, da kommen Sie wunderbar jetzt in jeden Winkel rein und Sie können das Ganze jetzt einfach sehr schön draufstreichen. Zuerst auf den Guss die Sahnemasse, damit einfach das Ganze eine Verbindung hat.
unsere Drehplatte ein wichtiges Produkt, mit dem Sie einfach wahnsinnig schön ausgarnieren und verzieren können und einfach für vieles verwendbar. Wir haben jetzt einen Biskuit mit 4 Eier gebacken und ihn einfach 2-mal durchgeschnitten mit unserem Profi-Werkzeug, unserem Kuchenmesser. Er hat hier einen Wellenschliff und Sie können wunderbar hier Ihre Torten durchschneiden. Wir legen jetzt einfach unseren Boden ein und drücken das Ganze etwas nach unten. Und geben die zweite Füllung drauf. Und so füllen wir unser Törtchen. Es geht sehr schnell, sehr einfach und es ist einfach eine wunderschöne Sache, wie wir in kurzer Zeit einfach schöne Törtchen herstellen. Wir legen jetzt unseren letzten Boden drauf, nachdem wir das Ganze gefüllt haben. Nehmen unsere Midi-Platte mit unserer Kuchenunterlage, legen das oben drauf und drehen das Ganze um. Wir nehmen unsere Folien ab, machen zuvor unsere Platte sauber. Mit Hilfe unseres Teigabstechers. Und nehmen unser Schnittchen ab. Jetzt nehmen wir unser Modul ab und schon ist unser Schnittchen fertig. Wir nehmen jetzt unseren Dekorstreuer und lassen einfach rauf und runter unsere Zuckerstreusel fallen. Den Dekorstreuer können Sie auch im Pikantenbereich für Salz, für Semmeln, für Kümmel, für sehr vieles einfach verwenden zum Bestreuen. Mit unserer Lochtülle spritzen wir jetzt unten am Rand einfach wunderschöne Tupfen entlang und oben auch. Wir haben das Ganze jetzt mit unserer Lochtülle ausgarniert und verziert und legen jetzt hier mit unserer Pinzette hier noch Perlen drauf. Ja? Das gehört zu unserem Set. Und dann können Sie, wenn Sie möchten, einfach bisschen Waldmeister noch drauflegen und das Ganze einfach noch ausgarnieren und verzieren. Fertig ist das Ganze. Zu unserem schönen Sonderangebot, zu unserer Drehplatte. Sie haben jetzt gesehen, wie wichtig die Drehplatte im Haushalt ist. Ja? Und gibt es hier einen 30er Ring. Zum Backen natürlich, zum Garnieren, zum Verzieren. Sie haben das gerade gesehen, wie man das Ganze macht. Und hier haben wir einfach diese wunderschönen Rührschüsseln dazu. Unsere hochwertigen Silikonmoduls finden Sie wunderbare Rezepte in unserem Spendenheft. Und Sie können hier wunderbare Dinge nachbacken. Es ist einfach eine wunderbare Sache und genial. Mit unserem Butler können Sie wunderbar transportieren. Wir haben hier 3 Kühlakkus, die legen wir ein und legen hier die Platte mit unserem Kuchen wunderbar rein. Und dann können Sie natürlich das Ganze zumachen. Sie fädeln von hinten ein und drücken das Ganze einfach rauf, runter und schon können Sie Ihren Kuchen wunderbar transportieren. Eine wunderbare Geschichte. So, jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachbacken und bleiben Sie gesund. Dankeschön.